So, da sind wir wieder im Stadion. Wir freuen uns auf das Spiel. Begrüßen Sie ganz herzlich Manni Breukmann und Frank Buschmann. Und herrliche Stimmung hier. Und da freue ich mich natürlich, an der Seite von Manni dieses Spiel begleiten zu dürfen. Und eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Eintracht Braunschweig gegen Fortuna Düsseldorf. Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Teuer Kauf. Achtung! Ja, das war eine Glanzparade des Torhüters. Ja, das gibt einen Eckball. Blindes Verständnis hier. Schauerte. Axel Bellinghausen. Charlison Benchop. Schauerte. Bellinghausen. Jetzt müsste er eigentlich durch die Mitte gehen. Teuer Kauf. Und da bekommt er Unterstützung. Und das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera angefangen. Danke an die Regie.
Citizen Venture. Lindl. Abibor. Tolle Flanke. Jetzt ist er und. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Die Möglichkeit. Mit etwas Glück hat er den Ball gesehen, aber drankommen konnte er nicht. Nee, niemals. Also da bräuchte er Sprungfedern in den Fußballschuhen. Da geht nichts. Charlison Benchop. Und Achtung, genau hingeschaut. Sofort abgezogen und... Ein Ball, der unbedingt drin sein musste. Ja, also ich glaube, den hätte Manni Breukmann gemacht. Bellinghausen. Schauerte. Schön das Spiel auf die Flügel verlagert. Und der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Charlison Benchop. Das ist der Ausgleich. Und jetzt ist alles wieder offen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Nielsen. Teuer Kauf. Ein Unentschieden in der Halbzeitpause. 1:1 steht es hier. Liebe Zuschauer, so ist das eben. Einmal nicht aufgepasst und schon macht's Klingeling. Jetzt ist die fest eingeplante schöne Führung zur Pause wieder dahin. Ich bin gespannt, wie sie damit klarkommen. Was für ein Schlag ins Gesicht hier. Kurz vor der Pause diese Unkonzentriertheit und damit der Ausgleich. Der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Lindl. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht.
Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Wenn sie jetzt noch ein bisschen schneller kombinieren, dann finden sie auch die Lücke. Lindl. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es der Keeper. Und so wichtig kann ein Torhüter sein. Das wissen wir natürlich längst, aber der liefert eine Riesenleistung. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Genau in die Arme des Torhüters. Der Assistent entscheidet abseits. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Erwin Hoffer. Schauerte. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Es muss einen Wurf geben. Und jetzt wechseln sie. Charlison Benchop. Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Abibor. Bomheuer. Ja, das war aber Rettung in letzter Sekunde. Klare Sache, Einwurf. Erwin Hoffer. Schauerte. Teuer Kauf. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Mirko Boland. So sieht das der Trainer gern. Hedenstad. Nielsen. Und die Unterstützung gibt es auf der rechten Seite. Die verstehen sich blendend. Können sie die Flanke verwerten? Gut abgeblockt, die Flanke. Herrliche Flanke. Khelifi an die Latte und zurück ins Feld. Einwurf jetzt. Ja, schauen wir mal, da wird ausgewechselt. Nielsen, Pitzner, Mirko Boland. Ganz wichtiger Eckball jetzt. Und vielleicht können sie daraus was machen.
Ballbesitz ist wichtig. Du kannst aber auch 0-3 verlieren. Ja, und bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir keinen Vorteil für irgendeine Mannschaft. Teuer Kauf. Rupke. Dieses Ding hier normalerweise die Entscheidung sein. Das ist unfassbar spannend. Gut, ich schaue auf den Schiedsrichter. Der hat die Pfeife schon im Mund. Da ist gleich Schluss. Sekunde nur noch bis zum Schusspfiff. Nahezu am Boden. Jetzt ist das entscheidende Tor gefallen, oder? Ich glaube auch. Ich bin doch ein bisschen durcheinander. Ich hatte mich auf die Verlängerung. Achtung, jetzt haben Sie noch mal die Gelegenheit, um hier den Ausgleichstreffer zu erzielen. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Der Schiedsrichter tut das, was er immer tut. Er pfeift, und zwar die Partie ab. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manni Breukmann. Bis bald. Tschüss.